Das hier werden mal Skulpturen aus Plastik, wenn der 3D-Drucker damit fertig ist. Für Philipp, Janis, Lovis, Tim, Willem und Nils ist es etwas ganz Besonderes, solch große 3D-Drucker aus der Nähe zu sehen. Und wie fühlt sich so ein 3D-Druck an? Ja, Plastik und glatt, aber man fühlt hier die einzelnen runden Platten sozusagen. Abgesehen davon gibt es noch andere spannende Themen. Die Hacker diskutieren zum Beispiel über Datenschutz, Videoüberwachung oder die Frage, inwieweit soziale Netzwerke vielleicht auch Wahlen beeinflussen können. Die meisten Leute sehen Hacker halt als böse Leute, die versuchen, in andere Netzwerke reinzukommen. Aber eigentlich sind Hacker nur Leute, die sich sehr gut mit Technik auskennen. Um Probleme möglichst gut zu lösen, müssen Hacker Programmiersprachen beherrschen. Zum Beispiel solche, die auch so etwas steuern können, eine selbstgebaute Spielewand. Philipp und Janis können auch schon programmieren, das Blinken von Janis Schuhen zum Beispiel. Das sind vermutlich LEDs, die mehrere Farben annehmen können, je nachdem wie viel Strom da drauf ist. Das kann man auch mit einem Arduino programmieren. Nur man muss halt wissen, wo genau im Schuh die Platine ist, damit man die flashen kann und dann umschreiben. Philipp und Janis sind ganz offensichtlich schon tief im Thema drin. Echte Junghacker eben.